Das ist ja mal geil. Vorletzte Mal dieses Jahr. Oha. Ja, moin Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mystery Gadget. Kai hat jetzt gerade schon gesagt, die vorletzte Folge dieses Jahr, dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Mann, ging das schnell. Definitiv. Aber ich habe mich in Charlie geworfen. Ich auch. Monsters are coming. Ja, gut, okay. Ich habe ja Standard-T-Shirt. Mein Grinch-T-Shirt habe ich gestern erst ausgezogen. Also von daher, ja, genau. Ja, Mystery Gadget, ihr kennt es wahrscheinlich schon, wenn nicht kurz erklärt. Kai hat ein paar Sachen vorbereitet. Vielleicht habe ich ja auch wieder was mit bei. Spoiler doch nicht. Was? Du weißt es ja auch noch nicht. Gesagt. Ach Mann, genau, mich mal also alles. Wer sich wundert, letzte Woche gab es ja eine Spezialfolge mit so Weihnachtsgeschenkideen. Heute wieder zurück mit einer normalen Ausgabe. Und zwar, wie Ronny schon gesagt hat, ich habe Produkte vorbereitet, die Ronny hier wirklich das erste Mal in die Hände gedrückt bekommt und dann mit euch zusammen auspacken und ausprobieren kann. Aber Ronny hat es ja schon angeteasert, wir fangen heute mal wieder anders an, denn du hast dich auf was vorbereitet und ich habe jetzt da keine Ahnung von. Also, leg los. Jo. Ich bin ja Freund von Film und Fernsehen und manchmal auch Serien. Ja, dafür ist so ein Projektor immer ganz geil eigentlich. Da habe ich jetzt tatsächlich mal was Neues. Das hat jetzt Nebula oder Anchor ist es ja quasi als Hauptfirma gerade vorgestellt. Aber es gibt noch einen weiteren. Ich spiele hier gerade übrigens in der Zeit mit dem Fokus rum, oder? Der ja, will es nicht so, wie ich will. Warte so lange, bis du wieder schaffst. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Ich habe es zumindest mitbekommen. Ja. Vor den Capsule 3 Laser hatten wir ja vor einer Weile vorgestellt. Richtig, der lag ja so bei um die 800 Euro. Also ist für so ein portables Gerät schon sehr teuer. Der Capsule 3 geht da zum Glück eine andere Richtung. Genau. Ich dachte am Anfang erst, hä? Ja. Was ist jetzt neu? Ja, man hat letztlich das Laser erstmal weggelassen. Also ist nicht mehr der Capsule 3 Laser, sondern der normale Capsule 3. Mit LED-Leuchtmittel quasi, so wie der hier auch. Aber da musst du uns auch gleich mal aufklären, was jetzt sich wirklich unterscheidet. Und das andere ist der Mars 3R, sehe ich ja. Genau, der Mars 3R. Der ist ein bisschen größer, hat auch ein bisschen mehr Helligkeit. Beide sind Full HD Beamer, beide sind portabel, beide haben Akku drin. Beide haben Google TV und beide sind die ersten, oder man bewirbt es zumindest so, die ersten Google TV-Geräte mit Netflix-Zertifizierung. Wer sich an den Laser erinnern kann, weiß, dass da zwar Netflix drauf lief, aber das nicht so nativ implementiert war, sondern man das über ein, zwei kleine Umwege relativ einfach aber umsetzen konnte. Jetzt ist eine Zertifizierung da, Netflix ist da und auf der Fernbedienung ist auch ein Netflix-Button und ich kann das jetzt komplett nutzen, ohne Einschränkung, die ich vorher so ein bisschen hatte. Schlimm genug, dass man sowas wirklich nochmal zertifizieren lassen ja, muss, damit so leider eine schon, Geschichten ja. richtig laufen. Genau. Aber bevor wir jetzt irgendwie weiter auf technische Daten gehen, ich würde sagen, den habe ich nämlich noch nicht ausgepackt. So, wir nehmen auch das ganz scharfe Messer. Wie das sauer jetzt hier durch die Folie ging. Mann. Ich habe dir ja schon öfter Messerchen auch hier im Mystery Gadgets Format vorgestellt, aber letztlich hat es noch keins geschafft, mal endlich dieses stumpfe andere Messer abzulösen. Das liegt nur daran, dass das mit dem anderen Messer letztens erst Fleischwurst geschnitten wurde. Ja gut, wahrscheinlich würdest du es sonst wieder benutzen. Genau. So, Nebula Capsule 3. Auf der Herstellerseite von Nebula steht auch neu. Ich habe jetzt mich irgendwie ein bisschen dumm und dämlich gesucht. Ich weiß nicht, ob es einen Vorgänger gab. Daher kann ich nicht wirklich sagen, ob es da irgendwie Unterschiede gab. Ja, oder es war jetzt einfach nur markiert, weil es ein neues Gerät ist. Ja, kann auch sein. In Bezug auf die Laservariante zu dem, der jetzt keinen Laser hat, sondern normal mit LED arbeitet. Ja. Wie dem auch sei, das Gerät ist immer noch super kompakt. Also eine Cola-Dose, so 0,5 Liter, ist jetzt kaum kleiner. Hier haben wir einen 8 Watt Lautsprecher drin, wie gesagt, ein LED-Leuchtmittel. Wir haben eine Full-HD-Darstellung, wir haben eine Autofokussierung und Autotrapezkorrektur. Das heißt, ihr stellt den einfach auf und macht eigentlich alles alleine. Das ist schon sehr, sehr geil. Hier vorne ist quasi dafür eine Kamera verbaut, die das Ganze dann mit aufnimmt, dass die dann auch den Abstand quasi misst. Und auf der Rückseite haben wir ein paar Bedienelemente. Nee, Quatsch, das ist gelogen. Die haben wir nämlich hier oben drauf, die sind auch beleuchtet. Und ein paar Bedienelemente haben wir trotzdem noch hier, den An- und Ausknopf, den Bluetooth-Kopplungsmodus, den wir jetzt aktivieren können, weil hier ist ein 8 Watt Lautsprecher drin. 3,5er, HDMI, USB und einen USB-Typ-C-Port, der ist es auch neu. Was ich wirklich gut finde, ist, dass die sich einfach ihrem Design treu bleiben. Ja. Ja, also ich fand, oder wir fanden es ja schon immer eigentlich ganz cool, dass es so wirklich wie so eine große 0,5er Cola-Dose wirkt. Ja. Und man braucht nichts dran verändern letztlich, weil das Ding ist einfach handlich und fertig. Und das Praktische ist ja letztlich, du kannst es dann auch irgendwo in jede Getränkehalterung reinschmeißen, wenn du es irgendwie dann doch mitnimmst. Ja, selbst mit dem Auto oder so, machst du es in deine Getränkehalterung und fährst du irgendwo, keine Ahnung, zu einem Kumpel oder so und dann kannst du da mit dem Beamer eine kleine Konsole ran und dann kann man im Garten an der Wand zocken oder weißt du was. Weil du ja gerade sagst, einfach im Garten zocken, ganz so einfach ist es dann vielleicht nicht, also doch schon ist es.
Aber die Helligkeit bei so einem kleinen Projektor ist natürlich nicht so doll wie bei so einem großen Projektor. Hier reden wir jetzt von 200 Ansilum. Macht der auch wieder Unterschiede zwischen Akkubetrieb und Netzteil? Auch das, genau. Wie gesagt, Akkulaufzeit bei beiden ist um die 2,5 Stunden im Eco-Modus. Das heißt, bei 20% der Helligkeit habe ich die volle Helligkeit, komme ich dann so 1 Stunde 20 ungefähr hin. Also eine Filmlänge. Fernbedienung habe ich ja gerade schon erklärt, die ist jetzt ein bisschen anders. Tatsächlich ist sie jetzt auch mal beleuchtet. Das finde ich sehr geil. Und es gibt halt den Netflix-Button und den Prime-Button. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Anbieter, die man jetzt irgendwie haben kann. Ach, man sieht es leider auf der Kamera nur ganz schlecht, aber die Tasten sind wirklich, ich dachte jetzt, du meinst erst oben links die rote LED, die da blinkt. Tatsächlich. Nee, ist die Tasten sind wirklich beleuchtet. Genau, ist das menschliche Auge nimmt es besser auf als unsere Kamera. Entschuldigt das bitte, aber grundsätzlich haben wir dann halt eben jetzt nochmal die Schnellzugriffe. Also das zeugt auch davon, von dieser Netflix-Zertifizierung. So, den kleinen habe ich jetzt aber noch nicht eingerichtet. Den kann ich zwar anmachen, um mal vielleicht kurz die Helligkeit zu zeigen. Beim großen Modell, sagen wir mal, den habe ich aber mir schon ein bisschen länger angeguckt. Da machen wir auch noch ein Review zu. Ich würde sagen, den feuern wir da genauso mit an. So, bevor wir aber die Wand anschmeißen und mal gucken, wie hell der ist, dann gucken wir uns den Mars 3R auch mal an. Also ein Mars-Beamer, soweit ich mich richtig erinnere, gab es ja bei Nebula schon. Und ich nehme mal an, das R steht jetzt dafür, dass es davon halt eine kompaktere Version genau. ist. Weil der sieht der sieht zwar größer als der Kapsel aus, aber trotzdem recht kompakt. Richtig, weil es gibt einen großen, ich glaube sogar mit 4K und natürlich deutlich mehr Helligkeit. Hier, wie gesagt, 400 Ansilum, bei dem kleinen 200 Ansilum. Und der Projektor selber ist ja irgendwie noch immer sehr, sehr handlich, aber immer noch deutlich größer als die Cola-Dose, nennen wir es mal. Letztendlich ist die reine Technik im Prinzip das gleiche. Das heißt, hier ist LED drin, wir haben eine Full-HD-Auflösung, wir haben, wie gesagt, den Autofokus, die Autotrapezkorrektur. Hier ist zusätzlich noch eine Autobildausrichtung und Hinderniserkennung dazukommen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas an die Wand strahlen wollt, erkennt er das, wenn da ein Hindernis ist, also ein Baum oder so oder eine Pflanze oder ein Bild und macht das Bild einfach ein bisschen kleiner. Praktisch, ja. Da fällt nämlich dieses Abstandssuchen, wo man auf der richtigen Größe ist, fällt dann einfach aus, weil das macht er dann einfach selber kleiner. Genau, auch hier direkt ein Tragegriff, da steht dann auch noch Mars 3R drauf. Man hat hier 4 LEDs oben drauf, damit sehe ich dann quasi, wenn man den anmacht. So Powerbank-mäßig. Genau, wie viel Power da jetzt noch drauf ist, der ist dann natürlich voll. Wir haben hier Bedienelemente, auch hier den Bluetooth-Modus. Wir haben ja, wie gesagt, auch 8 Watt, diesmal aber 2 Lautsprecher, sogar Dolby Digital wird mit unterstützt. Und auf der Rückseite gibt es auch nochmal 1, 2 Eingänge, ne? Den AUX-Eingang, also 3,5er HDMI, USB, Stromzufuhr, falls man den aufladen wollt, und den Power-Button und nochmal den Infrarotsensor für die Fernbedienung. Ein Lüfter, der Lüfter ist auch leicht hörbar und bei beiden Geräten gibt es natürlich auch hier eine Aufnahme, dass ich dann das ganze Ding auch irgendwie mal an die Decke oder auf einen Stativ setzen kann. Genau, jetzt habe ich den schon angemacht. So, ist schon mal an. Man sieht auf jeden Fall, bei uns ist es nicht stockdunkel. Ne? Das heißt schon mal, was die Helligkeit angeht, könnt ihr da natürlich ein bisschen mehr rausholen. Also ich habe jetzt so versucht, die Kamera einzustellen, wie es auch für uns wirklich jetzt im Studio aussieht. Das ist der Flimmern oder Flackern oder so, das jetzt liegt jetzt natürlich an der Kamera. Ja, wenn da was. Genau, ihr seht da so einen leichten. Was ihr gerade gesehen habt, ist quasi die Autofokusgeschichte, Trapezkorrektur und im Prinzip die Auto-Hinderniserkennung. Wenn irgendwas im Weg ist, dann macht das Bild automatisch kleiner. Genau. Das heißt, bei jeder Bewegung setzt er das dann quasi nochmal um. Also man sieht die Größe. Mhm. Hier erklärt er einem nochmal ganz kurz, was denn jetzt so das mit den Hindernissen auf sich hat. Das ist eine Information, die zeigt jetzt hier mal mit an. Ansonsten, der Autofokus ist rasend schnell, ungefähr um die 3 Sekunden wird beworben. Und plupp ist er denn erstmal da. Ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht die volle Helligkeit. Das ist tatsächlich jetzt der Eco-Modus, wo ihr dann so 2,5 Stunden Akkulaufzeit habt. Ich setze jetzt mal die volle Helligkeit an und dann sieht man auch den Unterschied. Ja, ich mache das nochmal. Das ist schon gut, ja. Und was ich jetzt auch nochmal mache ist, mache das Blümchen weg. Weil ich glaube, dann ist der Helm immer noch im Weg. Ja, aber das Bild wird ein bisschen größer. Müsste größer werden, ja. Das ist schon gut, ne? Autofokus, das macht das, wie gesagt, trotzdem kleiner, weil da noch mal 1, 2 Hindernisse sind, oder? Mal gucken. Ja, genau, direkt über den Helm eingesetzt, also ein bisschen größer ist es jetzt. So, ja, Google TV kennt ihr, glaube ich. Wie gesagt, der wichtigste Fakt ist einfach, Netflix ist zertifiziert. Ihr habt dann eure Profile, könnt ihr auswählen. Von den Ladezeiten her hält sich das alles in Grenzen. Ich hatte es jetzt noch nicht offen gehabt, aber ihr seht schon, okay, das funktioniert. Liegt immer noch ein bisschen mit am Netzwerk, wie schnell das dann funktioniert. Und hier direkt Werbung. Siehst du, ich wollte den Film gar nicht öffnen. Da war er wieder schneller als ich. Du musst dazu sagen, du hast Netflix mit Werbung, ne? Ach so, ja, ich habe Netflix mit Werbung. Es kostet nämlich dann nur 5 Euro. Oha, wir haben keine freie Sicht. Kostet nämlich nur 5 Euro im Monat. Und ja, okay, ganz kurz den Lautsprecher würde ich sagen. Wir kehren um.
Ja, aber die Lautsprecher, die waren schon immer top in den Nebula-Beamern. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Kleinen nämlich nochmal schnell am Start, dass wir da mal so vielleicht einen Vergleich haben. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht eingerichtet. Mit Google ist es natürlich super einfach, könnte alles quasi übers Telefon machen, dauert keine 5 Minuten. Auch hier Autofokus. Wie gesagt, aktuell sind wir wahrscheinlich immer noch im Akkubetrieb, also auch bloß 20% der Helligkeit. Aber hier sieht man auch, das funktioniert. Da haben wir zwei sehr, sehr, sehr kompakte Full-HD-Beamer. Jetzt muss ich mit den Fernbedienungen aufpassen, sonst verwechsel ich die. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hatte die Helligkeit schon ausgereicht, als du im Echo-Modus warst, weil letztlich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich würde so einen Beamer auch nicht irgendwie in einem nicht abgedunkelten Raum benutzen wollen. Ja. Und letztlich ist es ja so, wir haben trotzdem gerade bei uns, wir hatten jetzt, weiß ich nicht, so 2 Meter Abstand zur Wand und trotzdem würde ich sagen 75 Zoll Minimumgröße. Klar, kommt hin. Und dafür war das schon echt gut hell. Und ganz ehrlich, bei einem Kompaktbeamer erwarte ich jetzt persönlich nicht eine 100 Zoll Bildschirmdiagonale oder so. Wenn ich da auf eine 65 Zoll Größe komme oder so und das bei einer guten Helligkeit, dann ist das völlig in Ordnung. Full HD Auflösung reicht da auch völlig. Und einfach mal das Ding mitnehmen, eine Spielekonsole ran, irgendwie bei einem Kumpel zocken oder bei der Freundin zusammen einen Film gucken oder das, ne, wie man es halt schon mal öfter angesprochen hat, ins Bett legen, den Beamer einfach hinlegen und an die Decke strahlen lassen. Zum Beispiel? Mega. Ist halt super einfach, super komfortabel, weil er richtet sich automatisch aus. Wie gesagt, hier haben wir noch die Hinderniserkennung mit bei und die Verkleinerung des Bildes, was es super komfortabel macht und eigentlich ist es prädestiniert, das Ding irgendwie mitzunehmen und irgendwo anzugucken. Wie gesagt, Akkulaufzeit bei beiden so 2,5 Stunden im Echo-Modus, normal so eine Filmlänge, sag ich mal, je nachdem, wie hoch die Helligkeit ist. Mit 400 Ansilumen natürlich heller als der mit 200 Ansilumen. Gesetzesfall ist, man nutzt einen Beamer so, wie man einen Beamer benutzen sollte. Im Dunkeln fällt das nicht so auf. Klar, im direkten Vergleich ist der natürlich ein bisschen heller. Aber ich sag mal so, für die meisten wird es wahrscheinlich doch reichen. Und ich habe auch in dem letzten Video schon gesagt, wo wir die anderen Geräte getestet haben, ich finde tatsächlich mal so mit 400 Ansilumen wie bei dem, ist es ganz angenehm fürs Auge. Wenn halt so eine Hell-Dunkel-Szenenwechsel sind, ist man nicht sofort geblendet. Und gerade abends, wenn man müde ist und ein bisschen empfindlich ist mit den Augen, finde ich das immer sehr, sehr angenehm. Da kann man einen Film gucken und es stört mich nicht. Beide unterstützen übrigens auch HDR. Es sind Beamer mit integrierten Akku zum Benutzen unterwegs irgendwo, wo es halt dann entsprechende Lichtverhältnisse gibt, also relativ dunkel ist. Dafür sind die ausgelegt und die funktionieren da auch echt super. Preislich ist Nebula aus dem Hause Anker ja natürlich nicht ganz günstig, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, der Laser, Capsule 3 Laser, liegt ja so bei 800 Euro im Angebot. Der ist jetzt nicht ganz so teuer, der liegt jetzt bei der unverbindlichen Preisempfehlung bei 499 Euro. Kann im Prinzip ja fast das gleiche wie der Laser, wobei Lasertechnik ein bisschen was anderes ist, ja. Aber im Presale bis zum 15.12. läuft das, glaube ich, noch, könnt ihr sogar noch 80 Euro sparen, also seid ihr bei 420 Euro, was für diese Größe und für die eigenen hauseigenen Konkurrenzmodelle sehr gut ist, weil es gibt noch den Plus und Max, wie sie die auch immer heißen, die haben keine Full-HD-Auflösung, der hat das. Und bei Mars 3R ist es so, der liegt eigentlich bei normalerweise 599 Euro. Man kann aber jetzt aktuell auf Amazon zum Beispiel auch nochmal einen 100 Euro Gutschein aktivieren, liegt man bei 499 Euro. Und dafür, dass der portabel ist und ein Akku und so weiter und so fort und eine adäquate Helligkeit hat, finde ich das schon ganz akzeptabel also vom Preis. Für die Features schmeckt das schon, ja. Ja, Preis. Es ist halt die Mobility, die bezahlst du einfach mit. Wenn ich einen fest installierten haben will, kriege ich für wahrscheinlich eine ähnliche Summe auch 1000 Geräte, aber die kann ich halt nicht mitnehmen. Wir hatten ja schon des Öfteren größere Full-HD-Beamer, die halt günstiger sind und die auch wirklich gut sind. Ja. Hier ist es aber halt, die wie sind du halt, schon sagst, Akku ist drin, genau, die sind nochmal halt deutlich kompakter. Die Lautsprecher sind hier, möchte ich mal meinen, deutlich besser als bei so den meisten anderen etwas größeren Beamern im günstigen Preisbereich. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Menge Geld und das soll natürlich wohl überlegt sein, möchte ich mir jetzt einen mobilen Beamer holen mit Akku oder reicht für mich ein stationärer Beamer? Weil das muss man letztlich sonst hier mitbezahlen, wenn man es vielleicht gar nicht braucht. Genau, das ist der Punkt, ja. Jetzt habe ich beide mal kurz umgedreht, ihr seht gerade mal kurz das... Ja, die passen sich gerade nochmal an. Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. So, jetzt weg mit deinen Beamern. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal weiter. Na gut. Ich bin ja schon leise. Oh, das ist aber groß. Oha. Nice. Denon Pearl. Muss das L groß geschrieben sein? Nicht Betonung auf dem L? Ja. Und Pro. Frag mich jetzt nicht, warum. Aber ja, das muss so. Ich muss jetzt mal direkt eine Frage stellen. Das sollen In-Ears sein, aber die sehen aus wie eine induktive Ladefläche. Es ist wirklich ein ungewöhnliches Design, muss ich dazu sagen. Also es sind wirklich TWS-Kopfhörer. Guckst du dir einfach an. Ja, ich bin schon am Auspacken. Also, wenn ich das jetzt daneben halte, sieht das irgendwie kleiner aus, als das hier suggeriert wird. Hm.
Die haben auch eine App, okay. Das steht direkt schon mal hier mit bei, das finde ich ganz gut. Ich habe sie dir schon eingerichtet. Also, ah, schön. Wie gesagt, guck mal, guck du das mal. Dann lasse ich den Rest hier einfach. Ich glaube, da werden wieder Aufsätze mit bei sein. So, dass Aufsätze, man das, Kabel, ja, natürlich. Genau, das ist Standard. Okay, matt-schwarzes Gehäuse mit Typ C zum Beladen, wenn man es aufmacht. Ja. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Vorne haben wir nochmal drei grüne LEDs, das heißt, das ist auch nutzbar. Okay, das ist jetzt mal ein Design. Ungewöhnlich. Sogar sehr mit Metallring. Ja, drumherum. Das ist nämlich kalt, kühl. Ja. Also sie wirken schon sehr ungewöhnlich, aber auch sehr wertig. Ich habe sie, wie gesagt, ich kann es dir gleich alles zeigen und auch was die Besonderheiten sind. Ich habe es ja schon alles eingerichtet. Aber geiles sprechen direkt mit Deutsch oder sprechen direkt Deutsch mit mir. Deutsche Sprachausgabe, kannst du alles einstellen. Also die sagen auch wirklich bei der Einrichtung alles. Mit Active Noise Canceling, kann das sein? Weil es nämlich gerade irgendwie alles gemacht. Okay, ich steck mir den jetzt noch nicht ins Ohr, weil sonst höre ich nämlich nichts mehr. Genau, aber das können wir gleich machen, weil Transparenzmodus gibt es natürlich auch. Aber ich zeig dir mal die App. Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal die Besonderheiten an. Ja, es kann sein, dass bei einer Musik läuft. Irgendwas Klassisches. Du, 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 du. Ein Weihnachtslied, machst du das bitte weg? Aber denn da jetzt? So, also ich zeig dir, ich guide dich durch. So, erstmal der... Wir fangen mal an. Also es gibt natürlich eine Denon Headphone-App. Ja. Da kann ich mir wirklich ein eigenes, das, was du jetzt da gerade siehst, was so wellig aussieht, das ist das eigene Klangprofil. Du kennst doch von den AV-Receivern, wenn die eine Einmessung des Heimkinosystems machen, dann stellt man ein Mikrofon auf, dann werden so Signaltöne abgegeben und dann wird sozusagen das Heimkino eingerichtet. Das kannst du mit diesen Kopfhörern auch machen und das klingt auch wirklich genauso wie eine Heimkino-Toneinrichtung. Also es werden so die gleichen Sounds im Ohr abgegeben und über die internen Mikrofone nach innen misst es dann sozusagen und passt sich an deine Frequenz an, die du halt gut hörst und die du halt weniger gut hörst. Und bietet dir dann die Möglichkeit, halt ein persönliches Klangprofil einzurichten. Okay. Nennt sich hier bei Denon übrigens Masimo Adaptive Acoustic Technology, AAT. Genau, und wir machen dir mal gleich ein eigenes, weil dir bringt es jetzt halt nichts, dir meins anzuhören. Du klickst mal oben auf Kai, dann auf neues Profil und jetzt, ja, kannst du machen, andere Person, kannst auch einen Speicher, die sind dann wirklich auf dem Kopfhörer gespeichert. So, jetzt müsst ihr mal alle weggucken, ja. Ah, jetzt zeigt mir nochmal, wie das gemacht wird. Wenn ich jetzt komisch rede, ich habe den anderen mir schon ins Ohr reingedreht. Oh, das Splitscreen hier. So, jetzt machen wir mal hier richtig. Hier zeigt er mir dann, wie quasi die Passform ist. Wie gesagt, die Tipps liegen ja noch mit bei. Wenn ich jetzt komisch rede, ich höre nichts. Jetzt macht er eine Prüfung, ob die richtig in deinem Ohr sitzen. Und erst wenn jetzt gleich grüne Häkchen erscheinen, dann sitzen sie richtig. Du musst jetzt so lange rumwackeln, bis grüne Häkchen erscheinen. Alles richtig. So, jetzt ist das Geklimper meinen Ohren fertig. Das klang jetzt gerade wie R2-D2, der versucht hat, mit mir zu kommunizieren und verschiedenste Tonlagen ausgeübt hat, um in der Hoffnung zu sein, dass ich verstehe, was er von mir will. Also irgendwie irgendwas und dann ein bisschen räumlich und jetzt das war's. Jetzt kriegst du eine Demo, wie es neutral klingt und mit deinem Klangprofil. Oh, also es wurde praktisch gemessen, welche Tiefen, welche mittleren und welche hohen Frequenzen. Jetzt kommt gleich ein Musiktest. Ja. Also klanglich ändert sich schon was. Ich weiß aber noch nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Also man sieht ja den runden Kreis und so ein bisschen drüber hinaus sind ein paar Bereiche. Also jetzt kein Riesenunterschied. So, hier kann ich jetzt quasi den Bass einstellen, wie mir das gefällt. Genau, oben wird die Druck auf die Ohren haben will, geht ja natürlich auf die letzte Stufe. Und wer das ein bisschen neutraler haben will, geht halt quasi einmal zurück. Oh, ich mache hier mal volles Pfund aufs Ohr. So, und was haben wir hier? Social Mode. Genau, jetzt hast du praktisch Transparentmus, jetzt müsstest du mich wunderbar hören. Ja, so ein bisschen höre ich dich jetzt, ja. Und ja gut, wenn ich jetzt näher rankomme, dann solltest du mich eigentlich hören. Ich habe das vorhin getestet, indem ich auf den Tisch getippt habe. Ja. Und das hörst du und wenn du ihn ausmachst, hörst du es nicht mehr. Naja, ich habe dich aber auch tatsächlich hinterm Tisch gehört. Genau, und jetzt müsstest du mich wahrscheinlich, denn wenn du ihn jetzt ausmachst, hörst du mich wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ich rede einfach mal weiter und jetzt müsste ich deutlich schlechter. Also wenn ich dich angucke, dann sehe ich dir es besser und wenn ich jetzt halt... Genau, und jetzt aber jetzt höre ich dich, also ich höre auch mich anders. Halt also ist halt Transparentmodus, ne? Wie man es halt kennt, Außengeräusche werden per Mikrofon aufgenommen und dann nach innen geleitet, sodass man halt zum Beispiel auch draußen Verkehr wahrnimmt und Co. Also er reduziert in dem Moment auch leicht die Lautstärke. Ich höre mich jetzt auch, also ich merke so das SZ zischen und so weiter, das höre ich auf den Kopfhörern nochmal separat. Und wie gesagt, Kai, der jetzt auch hinter Monitor sitzt, den nämlich besser war als bei den meisten anderen. Also das ist schon mal... Genau. Das klingt schon mal gut. So, jetzt haben wir den räumlichen Klang. Dann hast du noch einen räumlichen Klang, also ist natürlich virtuell, aber das kommt je nach Musik auch schon zumindest rüber einen Raumeffekt. Ja, also das kann man mögen oder halt nicht. Hier steht Ist reine Geschmackssache. Man versucht halt große Studio-Lautsprecher halt zu simulieren.
Ja, und dann entweder man mag den Effekt oder halt nicht. Ja, gut, bei dem Musikstück kommt das jetzt nicht so doll rüber, finde ich. Lassen wir das einfach mal an. Touch Buttons. Okay, die stimmt. Ja, die verpasst man auf jeden Fall nicht, so groß wie die sind. Genau, da könntest du jetzt noch persönliche, also Präferenzen einstellen. Einmal tippen, aktivieren, deaktivieren, zweimal tippen, Sprachassistent, dreimal tippen, nichts, Doppeltippen halten, nichts. Ah, okay. Gut, lassen wir das einfach mal so und dann sagt er mir abschließen. Genau, und hier kannst du jetzt mal zwischen den Profilen wechseln. Und da siehst du übrigens, jedes Ohr hat eine eigene Messung, also praktisch eine andere Charakteristik. Und bei mir sah es komplett anders aus. Also oben fangen wirklich die tiefen Frequenzen an und dann geht es im Uhrzeigersinn immer zu den höheren Frequenzen. Und bei mir sah es zum Beispiel so aus. Ja, okay, krass. Und du siehst ja, du hörst es ja dann bei mir halt, wie es mit meinem persönlichen Profil. So. Weil hier siehst du nämlich, was alles möglich ist. Erstmal, wir haben Multipoint, das heißt, du kannst mehrere Geräte damit verbinden. Du kannst dann halt Musikübernahme, da kannst du dann halt sagen, wer sein Gerät nimmt. Mhm. Active Noise Cancelling und Co. Räumliches Audio, Autopause, dann EU-Lautstärkebegrenzer. Ich wusste nicht, dass es vielleicht sowas gibt, aber könnte man hier machen. Oder ein High-Gain-Modus. Ja, okay. Könnte man machen. Ja, die Sprachaussage, genau. Das, die Lautstärke ist auf Mittel und die Sprachausgabe ist auf Deutsch. Wenn du möchtest, kannst du auch in Italienisch oder Französisch oder so machen. Genau. Und ich hatte schon ein Firmware-Update gemacht, also OTA-Updates kommen genauso. Ja. Entdeckungsmodus ist auch interessant. Dann kannst du nämlich die Kopfhörer nochmal freigeben, um sie für 20 oder 30 Sekunden mit einem anderen Gerät zu koppeln, wegen dieser Multipoint-Geschichte. Ach hier, Entdeckungsmodus. Genau. Ach so. Und dann können die nämlich innerhalb oder zwei Minuten lang noch von einem weiteren Gerät mitgekoppelt werden, sodass man dann halt zwei Geräte mit denen nutzen kann. Sehr und dann hat man halt noch den Equalizer, man kann halt hier auch noch weitere Profile anlegen und so weiter. Das Übliche, was man halt so kennt. Und so war es dann eigentlich das, was die so alles ausmachen. Ich kann dir jetzt nochmal ganz genau vorlesen, was jetzt die Besonderheiten sind. Also diese Akustikeinmessung, die hast du ja gesehen. Ja. Dann wird Qualcomm aptX Lossless unterstützt. Das ist praktisch der aktuell höchste aptX-Standard. Hm. Soll offiziell halt CD-Qualität von der Bitrate her nahe kommen. Wir haben eine 8 Stunden Akkulaufzeit. Und das Case selber kann die Kopfhörer noch dreimal nachladen. Reicht, also kann man sich dann ausrechnen, dann die 8 Stunden, die schon drin sind und dann plus nochmal dreimal. Dann Active Noise Cancelling Transparenz und den räumlichen Klang, den haben wir ja schon eben alles ausprobiert. Genau, und halt ein sehr ungewöhnliches Design. Also das Einmessen ist, glaube ich, so ein Ding für sich. Das gibt einige Hersteller, die haben sowas Ähnliches, aber nicht auf diesem Level, würde ich jetzt behaupten. Deswegen wusste ich auch trotzdem nicht, dass die auch Kopfhörer machen, also In-Ears. Ist an mir total vorbeigegangen. War für mich auch neu. Man merkt aber, dass die da halt eine andere Richtung einschlagen. Also die gehen schon in die Richtung, natürlich mit den hochauflösenden Codex, auch wenn das LDAC oder sowas wahrscheinlich fehlt, weil du sagst nur aptX High Dings mit bei. Zumindest das wird massiv halt beworben. Also stand es auch nicht auf der Verpackung. Man muss ja auch dazu sagen, aptX, so wie wir es ja mittlerweile rausgefunden haben, lässt sich auch Lizenzgebühren zahlen. Ja. Und das Dolby ja auch. Lässt sich aptX wahrscheinlich auch ein bisschen was kosten, wenn man halt den größten Standard unterstützt. Aber da die meisten ja sowieso Musik streamen, ist, sag ich mal, der Audio-Codec gar nicht mehr so entscheidend. Also es kommt immer darauf an, was man streamt und was man abonniert hat, wofür man bezahlt. Es gibt natürlich Anbieter, die haben hochauflösende Musik. Ja. Wer jetzt aber Spotify hört, wird wahrscheinlich dann da nicht so. Du kannst mit Spotify Premium ja auch eine erhöhte Premium-Bitrate freischalten, aber ansonsten zum Beispiel Tidal und Co., die haben ja noch höhere Bitraten. Genau. Da macht es dann natürlich wahrscheinlich, Einen richtigen Unterschied. Oder man hat wirklich hochauflöse Musik auf seinem Smartphone und kann dann wirklich von der hohen Bandbreite, die dann der aptX-Codec mit unterstützt, halt partizipieren. Da macht das Sinn. Und mit so einem angepassten Hörprofil, man hat gesehen, dass es bei Kai komplett anders aussieht als bei mir. Also merkt man ja auch, dass es in irgendeiner Art und Weise funktionieren zu scheint. Wie genau sich das dann in der Musik und in dem Hören, Wahrnehmen unterscheidet, muss man mit der eigenen Musik mal rausfinden. Ich muss auch sagen, ich habe es auch zweimal eingerichtet. Hm? Ich wollte nämlich bei mir auch sehen. Also wir haben es jetzt bei Ronny fälschlicherweise auch zweimal machen müssen. Aber trotzdem, beide Profile sahen sehr ähnlich aus bei sich. Ja. Und auch meine beiden Profile sahen beide Male sehr ähnlich aus. Das heißt also, der würfelt da nicht irgendwas rum, wo er was rauszeigt, sondern das scheint wirklich zuverlässig eingemessen zu werden. Und bei mir war jetzt auch nicht gleich der Wow-Effekt da, als ich dann umgeschalten habe auf dieses Profil, aber es klingt anders, aber dezent anders. Also es ist jetzt auch nicht so mit der Keule oben drauf, ne? Genau. Und jetzt bist du gefragt, schätz doch mal, was diese Denon Pearl Pro. Ich denke mal, dass sie in direkter Konkurrenz zu den Sony MX-1005 oder wie sie heißen, irgendwo liegen. Und ich denke mal, dass wir da auch spontan irgendwie bei 250 Euro landen. Plus, genau, also die Sony 50. Die Sony liegen ja Ü300. Ach so, sogar das. Okay, genau, okay. Und hier, du hast aber trotzdem schon richtig getippt, hier sind wir aktuell so um die 280 Euro bei denen. Wenn man auf die
Non-Pro-Version wechselt, liegt man ungefähr 100 Euro günstiger. Wenn, wie gesagt, Active Noise Cancelling auf dem gleichen Level arbeitet wie die direkte Konkurrenz, die ich gerade schon benannt habe, plus das Einmessen halt wirklich einen, auch in der Musikwiedergabequalität und in dem Hörgenuss anders ausartet und das auch Sinn macht, warum nicht? Also wer gute Musik hören will, muss halt irgendwie ein bisschen investieren und vielleicht gibt man ja auch dann eine Chance, wenn man Fan davon ist. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, dass die da halt abseits von ihren Heimkino-Receivern ja jetzt quasi tragbare In-Ears mit rausbringen und da interessante Features mit reinbauen, die anderen so nicht haben. Also man merkt, dass sie von der großen Technik sich so ein bisschen verkleinert haben auf das jetzt hier und das mit zeigen wollen. Also das finde ich sehr cool. Und so wie ich dich kenne, wirst du die dir ja sowieso nochmal angucken. Das heißt also, wie Ronny die jetzt dann wirklich im Langzeiteinsatz rausfinden konnte oder einschätzen konnte, das werden wir noch feststellen. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle, ich habe mir nichts weiter notiert. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, dann packe ich dir das erstmal ein. So. Du hast jetzt aber nicht hier einen Koffer hingepackt, oder was? Doch. Mal was ganz anderes. Okay. Aber nichtsdestotrotz, Koffer hatten wir auch schon mal im Mystery. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, zum ersten Mal. Nee, das wäre gelogen. Aber... Ein Trolley-Koffer. Auf Rollen. Also den kannst du eigentlich theoretisch schon wirklich als, ja, zum Verreisen nutzen. Hier ja. Konkret. Der nennt sich von Level 8, das ist der Level Roadrunner 8, okay. Pro, 20 Zoll. Was, Roadrunner Pro? Genau, Roadrunner okay. Pro, 35 Liter Volumen. Also der hier hat nämlich ein paar Besonderheiten. Erstmal 20 Zoll mit 35 Liter. Ronny hat gerade schon gesehen, oben ist... Ja, eine USB-Port, USB-A-Port. Genau, und dann dreh ihn mal zur Seite, nach vorne in die Kamera. Genau, und jetzt zeige ich dir eine Besonderheit. Jetzt kannst du hier... Spling. Oha. Da hast du eine Notebook-Tasche. Da passt kennst du eigentlich James Bond? Das bist du jetzt. Das ist ja mal geil. Ich kenne nur James Blunt. Genau, also da passen bis zu 15,9 Zoll Notebooks rein, die dann auch entsprechend gleich im Koffer geschützt sind. Und da das ist dann das USB-Kabel. Hast du dann das USB-Kabel. Das da ist kannst ja du dann deine Powerbank auch reinschmeißen. Ja. Und kannst dann unterwegs dich mit deinem Handy ranstöpseln an deinem Koffer, wenn du dann irgendwie einen Transfer wartest. Das ist ja mal stylisch. Na, vor allen Dingen ist auch das Gute, du kannst halt trotzdem, wenn du eine Stunde Wartezeit hast, dein Notebook musst du nicht erst irgendwo rausgraben ja, aus dem Koffer. Das nervt mich am Flughafen ja auch immer. Entweder hast du es im Rucksack drin, wo du alles rauspelzt und dann aber so gepackt hast, dass du es eigentlich nie wieder reinkriegst. Ja. Oder hast du es im Koffer und kommst auch nicht ran. Genau, du willst ja nicht da mank deiner ganzen Klamotten da irgendwie dein Notebook rausholen. Geil. Genau, kannst es hier an der Seite verstauen und es trotzdem noch sicher verpackt. Und da halt, wie gesagt, das mit der Powerbank direkt von hier und oben rauf. Also kannst das Handy dann ja quasi anklemmen und hast es dann in der Hand und es muss nirgendwo irgendwo rausgucken. Sehr geil. Da hat doch mal einer mitgedacht. Und dann halt sehr robust. Müsste man jetzt natürlich beim Flug ausprobieren. Wir haben 360-Grad-Rollen, 4 Stück, was wirklich praktisch ist. Also ich habe auch so einen Koffer, top. Schön leichtgängig aber auch. Dann haben wir, ja jetzt schleift nur der eine Verschluss da unten noch. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir TSA-Schloss, was halt wichtig ist, wenn du in den USA verreisen willst. Zum Beispiel, es gibt sicherlich noch andere Länder. Das heißt also, das kann von der Security geöffnet werden. Da oben. Ohne dass sie den Koffer aufbrechen. Ja. Und ansonsten hast du halt aber trotzdem Schloss, dass keiner rankommt. Und halt ein Teleskopgriff. Auch alles Aluminium, oben ist Kunststoffgriff. Ja. So wie man es kennt eigentlich. Genau. Das erstmal so zum Roadrunner Pro. Ja. Ja, das ist eigentlich so die Besonderheit. Schätz doch mal, und jetzt bist du komplett aus der Reserve, was zahlt man für so einen Koffer? Für den Roadrunner Pro von Level 8. Für einen einfachen Trolley von irgendwelchen anderen Markenherstellern kann man ja auch schon mal 250 Euro hinlegen. Der hat jetzt ja natürlich die Besonderheit hier. Ich sage jetzt mal, 150 kostet er auch. Also, dieser Roadrunner Pro kostet 210 Euro. Ja, war ich ja doch nicht so falsch. Aktuell hat nämlich Level 8, und deswegen haben wir die hier im Video auch gezeigt, haben die so einen Weihnachtsverkauf, Xmas verkauft und haben komplett 15% auf alles. Braucht man auch keinen Gutschein aktivieren, wird im Warenkorb abgezogen und dann landet man bei 178,50 Euro. Ja, das ist ein geiler Preis. Das ist für einen Koffer immer noch viel. Es ist immer noch viel, aber wer viel unterwegs ist, und ich bin das ja manchmal auch, das ist so ein Benefits obendrauf, ja, finde ich richtig geil. Der kann schon was. Also auch wenn du jetzt hier irgendwie arbeiten willst und dann sagst, okay, meinen Laptop hole ich jetzt mal kurz raus, dann musst du nicht gerade dran rumfummeln, sondern machst die Klappe auf und... Machst du einfach. Klappe auf und fängst an. Genau, jetzt habe ich dir da noch was hingelegt. Und zwar, das ist ein Bundle. Nennt sich der Rucksack heißt Atlas mit dem... Der Koffer heißt Atlas oder das Bundle heißt Atlas mit dem Rucksack nämlich zusammen. Das Bundle gibt es für aktuell 250 Euro. Minus 15% bist du bei 225 Euro.
Bumblebee ist zurück und genau. Biene Maya. Das sind übrigens Limited Editions. Die gibt es einmal noch in diesem Gelb, als auch noch in Grün irgendwie. Also so ein Türkis ist irgendwie noch so ein Limited. Gibt es aber auch in normalen Farben. Nennt sich Voyager Set. Hier haben wir jetzt unter anderem gerade ein 28-Zoll-Modell und das kleinere ist ein 20-Zoll-Modell. Dazwischen gibt es dann halt noch ein 24er. Letztlich, wer da die genaueren Infos, Link ist in der Videobeschreibung. Denkt an jedes Modell, 15% Rabatt gerade. Dieses Bundle hier kostet, es sind jetzt natürlich auch zwei Koffer, 490 Euro, die beiden. Da hast du aber auch den fast 100 Liter fassenden Koffer noch mit dabei. Das ist jetzt wirklich die größte Ausbaustufe. Man kann auch ein anderes Bundle wählen mit kleineren Koffern. Und da gibt es 15% drauf, liegt man bei 416 Euro knapp. Ja. Dann hätte man jetzt praktisch einen 28 Zoll und 20 Zoll Koffer. Und dann hast du wirklich, also wenn du mal irgendwie zwei Wochen in Urlaub fährst, sollte da eigentlich alles reinpassen. Ganz locker Platz, ja. Also das ist ja schon für, fast für eine Familienausflug. Da kann sich da drin schlafen, da kann ich mal zusammen rauchen und reinlegen. Ja, ich meine, große, wertige Koffer sind halt nicht günstig, das kostet halt überall irgendwie Geld. Und jetzt weiß man auch, warum es gerade da dann so wichtig ist, wenn man die Dinger ineinander stapeln kann. Genau, der würde jetzt hier einfach eiskalt reinpassen. Genau, und eigentlich sogar noch der nächstgrößere, weil das 24 Zoll Modell würde da auch noch reinpassen. Stimmt. Dann könntest du drei Koffer alle in einen reinstapeln. Ja, okay. Weil der nimmt ja so schon dann genug Platz zu Hause weg, wenn man den irgendwie zweimal im Jahr braucht. Und deswegen ist es praktisch. Klar. Steht genau. Immer alles so. Oben auf dem Schlafzimmerschrank oder so. Und für alles Weitere, guckt gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt auf jeden Fall ausreichend Koffer für alle hier im Büro. Ja. Wenn es denn doch mal wieder weggeht, aber ich bleibe lieber zu Hause. Ist günstiger. Und ich würde sagen, wir machen weiter. 12 GB, 256 GB Speicherplatz, X100 Pro, ein Vivo. Und ich habe da beherzt oben reingeschnitten und ich ärgere mich mega drauf. Das ist schön gemacht. Ja. Extreme Imagination, ne, mit der Vivo Zeiss Kooperation. Du hast hier eine schöne Imagination. Ja. Also das neue Vivo X100 Pro. Vivo hat ja leider den deutschen Markt verlassen müssen, kann man sagen. Ich warte. Genau. 120 Watt. Aber. Ja. Moment, ich pack mal aus. Ach, wir gucken erstmal von hinten. Ja, Carl Zeiss. Mit der, oder ein Zeiss Optik, T-Stern. Genau, Beschichtung. Ich war ja selber schon mal vor Ort bei Zeiss. Mit Vivo selber. Wir hatten ja schon damals ein paar Sachen vorgestellt. Ich wurde mal mit eingeladen und konnte mir mal angucken, wie da die Profis da mit den Kamerasetups und so weiter arbeiten. War sehr, sehr interessant. Und mir fällt auf, dass die Rückseite super glatt ist. Das ist ja spiegelglatt. Gut, eine Höhle liegt mit bei, haben wir gesehen. Und Zeiss ist ja auch so Kameraspezialist. Genau. Und T-Stern steht nicht für umsonst da, weil halt einfach diese 7 oder 8 Linsen, die da drin verbaut sind, halt bestimmt beschichtet, dass Reflexionen zum Beispiel von Sonnenlicht, Gegenlicht gar nicht erst entstehen. Und dann sehe ich hier, glaube ich, einen 1 Zoll großen Sensor, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wie er heißt. Okay. Das ist der Sony IMX989 Hauptsensor. Ja. Aber ich habe mal eine ungewöhnliche Rückseite. Also es gibt die natürlich auch in klassischen Farben. Hier habe ich aber die gewählt, weil die dann doch eher so mit Reflexionen arbeitet und so zentriert auch so ringförmig zur Kamera hin. Genau. Und die weitere Besonderheit bei diesem Telefon ist, es ist das erste Telefon, was den neuen MediaTek Dimensity 9300 nutzt. Der macht da auch 2 Millionen an Tutu-Punkte, richtig, oder? Und der liegt nämlich in direkter Konkurrenz zum Snapdragon 8 Gen 3. Der ist ja auch kürzlich jetzt rausgekommen. Tommy aber 14 Pro hat das erste gehabt. Kleiner Dämpfer. MediaTek setzt hier nämlich nicht auf eine Kombination aus Performance- und Effizienzkern, sondern hat nur Performance-Kerne verbaut. Ach so. Dadurch wird das unter Dauerlast, also wenn du jetzt hier so einen Stresstest laufen lässt, sehr warm, beziehungsweise eigentlich nicht warm, sondern es drosselt dann halt irgendwann schon stärker. Das hatte ich zumindest mal bei dem Gerät, hat man es wohl irgendwo getestet. Okay. Und dann so einen Stresstest durchlaufen lassen, können wir uns ja in Ruhe noch angucken. Das ist nur erstmal so, das habe ich irgendwo gelesen gehabt oder gesehen gehabt. Aber nichtsdestotrotz hat MediaTek hier einen ganz schönen fetten Prozessor rausgehauen. Und ja, auf jeden Fall. Hat halt den jetzt im X100 Pro drin. Es ist auf Deutsch. More es local. Ist ein Import, aber Multilanguage schon von vornherein. Genau. Die deutsche Sprache ist auswählbar gewesen. Ein paar chinesische Reste findet man hier natürlich immer noch, weil es halt ein chinesisches Telefon ist. Also Vivo ist in China ja schon seit Jahren und auch sehr, sehr erfolgreich. Kam ja dann kurzzeitig mal vor 3 Jahren nach Europa, Deutschland, hat leider dann diese hiesigen Lande wieder verlassen und hat damit auch ganz geile Telefone mit teilweise intuitiver Technik, ob das jetzt ein Fingerabdrucksensor war, der mit einmal einmessen eingelesen war oder mit Doppelfingerabdruck-Daumensensor im X80 Pro war es, glaube ich. Dann hat man noch 2 Sperrzonen sozusagen für Apps, dann konnte man das dann mit 2 Fingern abdrücken und so weiter. Die haben schon ganz geile Sachen gemacht und das machen die mit den Kameras eigentlich auch noch immer in der Kooperation mit Zeiss und
Also wie gesagt, das hier ist ein, jetzt wirklich, wie Ronny schon sagt, ein klassischer Import, aber Google-zertifiziert. Ihr könnt trotzdem, habt einen Play Store, ihr habt die deutsche Sprache, ja. White Wine Level L1, zeigt genau. Ronny gerade. Und ja, HDR10, HDR10 Plus und so. Ja. Genau, theoretisch machen wir noch Safety Net auf. Das ist da, Run Test und failed. Genau, das ist nämlich dann die einzige Einschränkung. Das heißt also, wenn ihr, es könnte sein, dass wenn ihr zum Beispiel, ihr müsst es jetzt ausprobieren, Google Pay oder sowas nutzen wollt, dass es da Einschränkungen gibt. Ansonsten sollte es eigentlich keine geben. Deutsche Sprache und Play Store und so weiter ist ja alles drauf. Ich gebe dir mal ein paar Infos zum Telefon. Ja. 6,78 Zoll. Wir haben eine Auflösung von 2800 x 1260 Pixel. 120 Hertz LTPO. 3000 Nits maximale Helligkeit. Genau. Und da regelt er dann runter. Also es ist schon krass hell für die große Fläche. Ja. Dann haben wir, das Kamerasetup ist halt eine Besonderheit beim Pro-Modell, denn wir setzen hier auf 350 Megapixel-Sensoren. Du guckst hier in der Zeit noch ein bisschen rum. Ich genau. gucke mal ein bisschen rum, ja, klar. Und zwar einmal den Sony IMX989 mit optischer Bildstabilisierung. Wir haben 50 Megapixel Ultra-Weitwinkel und einen 50 Megapixel Tele-Zoom mit optischer Bildstabilisierung und 4,2-fach Vergrößerung. 4,3-fach, sorry. Ach, 4,3. Keine 5, keine 3, 2, sondern 4,3. Okay. Genau. Und dann halt dank Zeiss-Anpassung natürlich auch die Zeiss-Farbfilter und Anpassung, Optimierung und so weiter. Ja, was willst du mehr? Genau. Und im Fotomodus hast du übrigens auch ein Super-Makro. Das ist dann über... Guck mal, 8K mit 30 Bilder. Auch geil. Wenn man es braucht. So, Super-Makro, genau. Das, da ist es schon. Naja, oben musst du aktivieren. Nee, brauche ich nicht. Ist automatisch. Naja, das ist jetzt der normale Makro. Ach so, nochmal? Ui. Genau, und jetzt kannst du nämlich weiter weggehen, weil es dann über den Zoom gelöst ist. Okay, da muss man sich jetzt nicht ganz so nah ran bewegen. Genau, weil dann auch, weil man hat ja manchmal das Problem beim Makro, dass man mit dem Telefon, wenn man so nah rankraucht, halt auch das Licht verdeckt, beziehungsweise halt Schatten wirft. Ja, okay, und mit dem Super Makro hat man dann halt die Möglichkeit, weiter von weiter weg trotzdem... Ja genau, hier sieht man es jetzt, ne? Das Licht kommt von oben, ich block mich jetzt quasi gerade selber. Ja. Ah, das ist ja mal eine geile Idee. Das hätten die mal ruhig früher machen können. Genau. Ansonsten 32 Megapixel Frontkamera. Ja. WLAN 7. Ja. So wie bei Snapdragon 8 Gen 2 und 3 schon. Bluetooth 5.4. NFC Stereo Speaker haben wir. Ja, war eigentlich auch klar. 5400 mAh Akku. 100 Watt Laden, obwohl ein 120 Watt Netzteil beiliegt. Kann auch sein, dass es ein Schreibfehler von mir ist. Und 50 Watt induktiv sind möglich. Sehr schön. IP68 hat noch man den besser. Telefon verspendiert. 221 Gramm Gewicht und Android 14 ist schon drauf. Also eigentlich auf dem neuesten Stand, kann man nicht meckern. Jo. Da ist alles bei, was man vielleicht gebrauchen kann. Ja, da wir jetzt ja nicht mehr dazu sagen können, weil das bedarf einen Test. Ich sage jetzt mal 1199 Euro in China. Also in China fängt das aktuell, wir haben es jetzt von Trading Shenzhen. Da könnt ihr ganz normal auch chinesische Telefone importieren, habt ihr ja gesehen. Da fängt die kleinste Version, das ist jetzt die mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher, Platz bei 850 Euro an. Die kleinste bei 850. Genau, und die große liegt knapp 100 Euro mehr. Und da hast du dann 16 GB 950. Und 1 Terabyte, glaube ich, Speicherplatz. Wesentlich günstiger als damals in Deutschland hier die Preise. Also ja, in China sowieso, aber wenn man bedenkt, dass man jetzt da 16 Gramm und 1 Terabyte bekommt, ist das schon... Es gibt noch eine Nicht-Pro-Version vom X100. In Deutschland war es ja meistens so, dass wir die Nicht-Pro-Version bekommen haben. Ja. Die Nicht-Pro-Version hat den gleichen Prozessor, ja, auch den Dimensity 9300, der halt auch, sag ich mal, auf Snapdragon 8 Gen 3 Niveau liegt, aber bei der Kamera ein paar Einschränkungen. Und da liegst du dann, glaube ich, aber schon bei... unter 600 Euro oder um die 600 Euro dann Einstiegsgerät. Ja, das klingt schon interessant. Das ist schon, wie gesagt, wer damit leben kann mit den Einschränkungen, man muss halt hier die ganzen chinesischen Apps, die kann man ja deinstallieren. Ja, man muss sich halt dran, oder man müsste dann halt damit leben, dass ab und zu auch mal so eine chinesische irgendwo Info aufploppt, weil es halt trotzdem immer noch ein chinesisches Betriebssystem ist, nur halt in deutscher Sprache. Aber wenn man sich daran nicht stört. Genau. Oder ihr lernt einfach Chinesisch. Ist ja genau, aber der Vorteil ist halt, dadurch, dass ihr jetzt Deutsch auswählen könnt, werden auch alle Apps, die ihr über den Play Store installiert, natürlich dann auch in Deutsch dargestellt. Ja. Genau. Ja, nice. Ansonsten können wir da erstmal nichts zu sagen. Können wir eigentlich nichts weiter zu sagen, außer dass wir uns das vielleicht nochmal genauer angucken. Aber Vivo weiterhin am Start. Ja. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Also ist ja wie bei OnePlus und Oppo und Co. Realme. Nur weil sie jetzt aktuell halt nicht auf dem deutschen Markt sind. Sie waren es ja schon. Kann es natürlich sein,
also erstmal die Welt dreht sich natürlich auch weiter ohne den deutschen Markt, aber es kann natürlich auch sein, dass die Geräte auch wieder zurückkommen zum deutschen Markt, weil soweit ich weiß, waren es ja Patentstreitigkeiten mit Nokia, und vielleicht werden die auch irgendwann aus der Welt geschafft. Ja, werden wir sehen, weil es ist sehr, sehr schade, dass OnePlus und Vivo und Oppo und Realme und wie sie nicht alle heißen, wieder verschwunden sind, weil das waren echt geile Telefone. Konkurrenz belebt das Geschäft und da waren saugeile Telefone mit bei. Ja, schön, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Da bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jo. Passend dazu? Ich habe irgendwie versucht, das wieder alles ein bisschen zu thematisieren. Naja, mal gucken. Ich werde dir gleich sagen, wieso, weshalb, warum. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Aussage gleich. Ja. Ja, es ist ein Smartphone-Handyhalter oder so. Richtig, aber der ist ein bisschen spezieller. Ja, Mika, Karen. So, man zieht den so raus. Nee, die kannst du auseinanderklappen. Ja, ja, das habe ich gerade versucht, genau. Das klingt schon komisch. Nee, das muss so. Okay. Also man kann das irgendwie so machen und man kann hier so ein Telefon reinmachen und man hat jetzt hier nochmal eine Ja, jetzt verstehe ich. So, jetzt zeig mal nochmal, man hat es nämlich gerade nicht gesehen. Ach so, man kann jetzt hier quasi noch innenseitig das runterschieben, kann das quasi an die Tischkante einklemmen. Ich mache das jetzt mal an dem Tisch. So, und du hast dann hier quasi die Aufnahme von einem Telefon. Und wofür es eigentlich sogar gedacht ist, ich komme mal nach vorne und zeig dir das. Also für eine Tischplatte, das klappt auf jeden Fall. Ja. Du kannst das aber hier sogar noch weitermachen. Das hier ist gedacht für Bahn und Flugzeuge, wo du diese Klapptische hast. Und wenn du die oben lässt, dann kannst du sie hier reinklappen. Ja, und dann hast du ein eigenes Display. Genau, und kannst dein Handy hier reinmachen und dann hast du es hier in dem Klapptisch vom Flugzeug oder von der Bahn. Und kannst halt hast dein Smartphone so halbwegs in Augenhöhe und kannst dann eigene Filme oder weiß ich was während der Bahnfahrt oder Flugzeug gucken. Deswegen Smartphone vorher und die Koffer. Ah, das macht natürlich Sinn. Aber jetzt ist vielleicht spannend aufbauen sollen. Vielleicht hier noch anders. Das ist natürlich cool. Also wer viel fliegt und oder irgendwie auch zu Hause so eine Tischstütze hat, kann das jetzt so machen. Manche haben ja so eine hochgestellte Wand am Bett zum Beispiel oder so. Da kannst du es ja theoretisch vielleicht auch machen. Da kannst du es auch anhängen. Kannst es dann auf den Winkel bringen und dann... Also das Hoch- und Runterfalten, das klingt ein bisschen ungesund, aber das muss halt so klingen. Natürlich kann ich jetzt nichts über die Langlebigkeit sagen, aber ich finde es halt cool, dass man es so kompakt zusammenklappen kann. Also, ja. Also es hat es auf jeden Fall, das ist interessant. Ja, das haben wir so noch nicht gehabt und noch nicht gesehen und das ist mal was Neues. Also ich finde es, wie gesagt, praktisch. Ich hoffe nur, dass es auch eine Weile hält. Ja, ich sag mal, der Kunststoff wirkt jetzt schon wieder so ein bisschen günstig. Das sieht jetzt nicht so hochwertig aus, wenn der Federmechanismus oder was auch immer hier alles so mit drin steckt, aber dauerhaft so ein bisschen hält, ist es okay, weil das ist in Benutzung, das wandert im Koffer hin und her oder im Rucksack, das zerkratzt so oder so irgendwie. Ja. Aber wenn der Mechanismus eine Weile funktioniert, dann ist es, glaube ich, okay. Ich würde sagen, du hast dafür auf Amazon 15 Euro bezahlt. Ach, du kannst sogar noch um die eigene Dann kommt man auch ein bisschen höher. Genau. Ja, das ist ja auch krass. Und dann kannst du es halt selber noch drehen. Falls du es irgendwo ranmachen musst und da halt nicht gerade parallel bist, dann kannst du. Sorry, hätte ich noch sagen müssen. Ja, habe ich auch. Krass. Das Gerät gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es auch noch als Pro-Version. Da ist irgendwie noch so ein Kugelkopf bei. Ist dann aber eher so für Stative gedacht. Wenn man jetzt hier die normale Version in der Farbe, geht so ab 11,50 Euro los. Das ist aber... Ja. Es ist für so eine Halterung immer noch viel Geld. Aber wenn sie denn eine Weile was bringt und vor allen Dingen auch, ich glaube, wenn man das erste Mal geflogen ist oder lange ICE gefahren ist oder so, dann weiß man zu schätzen auf jeden Fall. Dann hat man da auf jeden Fall Spaß dran. Schöne Folge bei Netflix in der App runtergeladen oder in Amazon, kann man ja, glaube ich, downloaden. Ja. Und dann machst du es dir unterwegs halt irgendeinen Film an. Ja, schön, Herr der Ringe Trilogie, Extended Edition. Gibt es auch alle sechs Teile gerade auf 4K für 80 Euro. Genau, dann kannst du auch nach Hawaii fliegen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, geil. Also das ist auf jeden Fall sehr praktisch und ich sag mal, 11 Euro ist völlig okay. Da kann man deutlich mehr für deutlich weniger ausgeben. Jo. Ich finde, das passt. Ist auf jeden Fall sehr multifunktionell. So. Absolut. Weiter geht's. Ich habe noch was. Juhu. Eine 4G-Verpackung. Ach ja. Ja. Genau. Ich glaube, er hat mir was erzählt, dass die super krass hell ist und gar nicht so viel kostet. Das weißt du nicht. Das weiß ich wohl. So, also Taschenlampe. Astrolux EC07G. Ja, G steht jetzt in dem Fall hier für grün. Das ist halt die grüne Farbe. Gibt es auch noch in anderen Farben.
Genau. Wasserdicht. Was du auf jeden Fall schon Aluminium. Mal siehst, ein fettes Metallgehäuse. Alter. Ein fetter Akku, 32700er mit 7000 mAh. Bei 3,7 Volt. Junge, ist das ein Kavenz. Genau. Die Rückkappe ist magnetisch. Ja, ich merk's gerade. Das heißt also, du kannst es auch so, weiß ich, ans Auto oder weiß der Geier. Ja, kannst auch die Batterie einfach dabei rausholen. Oder so. Also auf jeden Fall auch Dichtungsringe und alles. Jetzt wird's interessant. Du hast das schon angemacht. Genau. So. Ich erklär dir mal die Funktion. Mach mal aus. Aus. Mach mal ein bisschen nach vorne, dass man auch sieht, was du da machst. Ein bisschen nach vorne. Halt mal die Taste gedrückt. Und lass gleich wieder aus. Ja, genau. Dann waren die Stufen gerade. Ich habe gerade genau. Eine Stufe übersprungen. Wenn du, genau. Also mach mal nochmal aus. Wenn du sie gedrückt hältst, dann geht er von der niedrigsten Stufe beginnend hoch. Und wenn du jetzt ausmachst, behält er diese Stufe halt bei. Das heißt also, wenn du sie das nächste Mal anmachst, hast du diese immer als deine Standardhelligkeitsstufe. Ja. Das heißt, so kannst du entweder dimmen oder halt die Helligkeit festlegen, die du halt standardmäßig haben möchtest. Ja. Genau, wir können das ja mal zeigen. Ja, es ist eine sehr schwache 50 genau. Lumen. Und wenn du jetzt ausmachst und gedrückt hältst, dann kannst du mal auf volle Helligkeit hochfahren. Ist ein bisschen. So. Ist das schon alles? Das also ist dann halt nicht schon alles, sondern ist das alles? Kannst du mal die Hand davor halten? Näher? Ja, ich glaube, man sieht es auch hier so. Oh, leuchtet auf jeden Fall ganz dezent und ganz doll. Genau, dann mach sie mal nochmal aus. Drück mal dreimal. War wahrscheinlich SOS. Ja, dann mach sie mal, also genau, sie ist aus. Drück mal viermal. Oh, Laserpointer. Du hast einen Laserpointer in der Mitte drin. Oh, Katzenspielzeug. Richtig. Und jetzt mach mal einmal drücken, dann ist aus. Und jetzt mach mal zweimal. Turbo. Das ist jetzt die maximale Helligkeit, die möglich ist. Und das maximale Helligkeit bedeutet hier in dem Fall 13.000 Lumen. Okay. Reichweite von 468 Meter. Alter. Und was wir noch nicht gesehen haben, mach mal nochmal aus. Mach mal niedrigste Stufe an. So, zeig mal nach oben. Hier haben wir eben nämlich was umgeschalten und das war nämlich nicht SOS, sondern wir können die Farbtemperatur auswählen. Momentan leuchten nur die kaltweißen LEDs. Wir haben auch noch warmweiße drin. Das heißt, man kann zwischen kaltweiß, neutral, dann leuchten alle, oder warmweiß wechseln. Das machen wir. Das war nämlich, wenn du dreimal drückst, bin ich der Meinung. Ja, genau. Und jetzt nochmal dreimal, dann bist du auf neutral. So, und jetzt, dann hättest du auch halt praktisch, kannst du jetzt mal rumspielen und die Helligkeiten. Kannst halt sozusagen, wer nur warmweiß möchte, nur kaltweiß. Oder halt beides. Genau. Das ist schon krass. Müsstest du praktisch ausmachen und dann dreimal wieder drücken und dann kannst du umschalten. Genau. So, und jetzt? Oh ja, ja gut. Wie auch immer. Hell und macht auf jeden Fall richtig Atta. Genau, was haben wir noch? Und dann, was ich sehr praktisch finde, USB-C aufladbar. Ach hier, da habe ich noch gar nicht hingeguckt. Siehst du? Oh. Und fancy. Hat sogar eine Power Delivery 3.0 Unterstützung. Du kannst sie auch sogar als Powerbank benutzen. Das heißt, du kannst ein USB-C-USB-C-Kabel ranmachen und könntest dein Handy aufladen. Ja, wie geil. Ja. Also mit 7000 mAh kannst du zumindest ein Telefon aufladen. Ja, bei 3,7 Volt. Also da geht noch mal ein bisschen was an Verlust. Ja, natürlich. Aber du kannst ein Telefon zumindest halb füllen, vielleicht auch ganz füllen und dann wird hier auch alles sein. Und in dem Power-Button sind auch drei LEDs drin, die dann sozusagen auch anzeigen, Akkustand. Beziehungsweise du kannst da auch die Spannung prüfen. Ich glaube, mit 6-mal drücken oder so. Und das war 7-mal. Naja, das blinkt da vor sich irgendwie hin. Irgendwie so. Da leuchten dann auch noch rote und grüne LEDs drin in dem Power-Button. Das geht auch noch alles. Genau. Und ich wollte dir nämlich nur mal dazu im Verhältnis, wir haben ja kürzlich bei OLED bestellt, ungefähr ähnliche Größe. Gibt auch noch von OLED Taschenlampen, die zu der ähnlich sind. Hier zum Beispiel bei OLED ist die USB-C-Ladefunktion bei der Sika 4 Pro nur im Holster. Das heißt also, hier drüber wäre nur der magnetische Anschluss von OLED. Den ist auch separat, ja. Genau. Das heißt also, hier ist schon mal von Vorteil, ist ein USB-C drin. Hier ist aber auch ein Magnet im Fuß drin. Das merkst du hier gerade dran, die stoßen sich gerade ab. Ja, fällt um. Hier ist Besonderheit, wir haben zwar nur kaltweiß, aber du hast hier einen Drehknopf, den du drehen kannst, um die Helligkeit einzustellen. Stimmt, ja. Boah, ist aber auch ganz schön hell. Aber dafür halt nur kalt. Ja. Und das wäre es hier in dem Fall. Wir haben, weil wir wollen ja mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Ne? 4600 Lumen und eine Reichweite von 260 Metern. Und nur eine Farbtemperatur. Genau. Das mal so. Schätzt doch mal, was man für die Astrolux, ist übrigens ein Import-Astrolux, gibt es auf banggood.com.
Aber ich finde es spannend als Konkurrenz zu OLED. Weil qualitativ, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die jetzt in der Hand hatte und so, ein bisschen damit rumgespielt hat, das nimmt sich gar nichts. Und ich war übrigens überrascht. Wir hatten von Astrolux bisher nur eine Fahrradlampe uns mal angeguckt. Ja, das stimmt. Und Astrolux hat massiv viele Taschenlampen, selbst auch wirklich richtig große Hoshis. Ich glaube, da werden wir uns zukünftig auch mal ein paar Sachen angucken. Schätzt doch mal, was man für die EC07 bezahlt, als Import, wohlgemerkt. Also die lag hier bei 100 und... Ich gebe den Tipp, eigentlich kostet die 170 Euro UVP. Die gibt es in der Aktion jetzt gerade, ist auch wieder Weihnachtszell, gibt es die so für 120 Euro. Die OLED, ja. Genau. Rein technisch sind, also hier sind noch ein paar Features mehr drin. Also eigentlich hat die eine mehr als dreimal so helle Leuchtkraft, weil auch ein größerer Kegel. Ja, rein von den Features müsste die es wahrscheinlich mehr kosten als die OLED, aber ich gehe davon aus, dass wir halt einfach... Genau, man muss natürlich bedenken, wir sind ja auch beim Import, da muss es ja irgendwo dann auch wieder preislich berücksichtigt sein. Ich sage es mal, wir sind irgendwie unter 70 Euro. Also aktuell, als hättest du es gewusst, 66 Euro aktuell. Okay. Das ist natürlich dann schon ein kleiner Unterschied. Die würde wahrscheinlich in Deutschland, wenn man sie bei Amazon und Co. kaufen würde, würde sie auch wahrscheinlich 100 oder ein bisschen über 100 kosten. Aber das ist schon krass. Ja. Und das ist eigentlich auch schon mehr, als man eigentlich braucht. Das wird auch verdammt warm, wenn man die Hand dafür hat. Ja, hier vorne ist auch, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ist auch dieses Hot-Zeichen, ne? Da oben drauf. Weil, wenn du die volle Leistung anhast, das wird warm. Kannst du dich noch an deine riesengroße 32.000... Ja, ich hab die noch da, die funktioniert auch immer noch. Ja, da kannst du ein ganzes Waldstück mit ausleuchten. Und das Ding ist davor auch sehr, sehr warm geworden. Akkulaufzeit war dann aber auch bloß irgendwie 10 Minuten oder so. Ja, ne? Also hier ist aber, glaube ich, auch, also auf der höchsten, die Turbo drosselt auch irgendwann schon wegen Temperatur und Akku. Aber ich glaube auch von Beginn 2 Stunden bis irgendwie 6, 7, 8 Stunden oder selbst auf niedrigster leuchtet die ewig und 3 Tage hier. Hängt immer von der eigenen Helligkeit und von der Farbtemperatur ab. Finde ich sehr geil. Was mich dann aber immer so ein bisschen verwirrt im Kopf dastehen lässt, ist, wenn du halt dreimal drücken kannst, viermal drücken kannst, fünfmal drücken kannst, achtmal drücken kannst. Du kannst auch noch eine Tastensperre reinmachen. Dass du nicht das aus Versehen, weil bevor das Ding irgendwie doch in der Hosentasche... Das ist jetzt die Tastensperre. Genau. Fünfmal danach, jetzt passiert halt gar nichts mehr. Genau, das habe ich nämlich aus Versehen. Aber zum Glück kann ich noch zählen. Genau, fünfmal. Und dann macht er das nochmal und jetzt kann ich hier auch nämlich wieder halten und Lichter machen. Also kann man auch schützen sozusagen, aber die ganzen Tastenkombinationen, die musst du halt erstmal verändern. Und wenn sie an ist, haben die Tasten auch nochmal andere Funktionen. Das heißt, wenn sie an ist und dann Doppelklick und weiß ich was, dann haben die auch nochmal andere Funktionen. Also da kann man sich wirklich einen wegspielen. Kann man auch lassen und einfach nur sagen, Licht an. Richtig. Licht aus. Reicht mir persönlich aus, aber es gibt ja so eine absolute Leuchten-Fangemeinde, Taschenlampen-Fangemeinde. Genau. Die sehen das wahrscheinlich ganz anders. Wer da Bock drauf hat, Link in der Videobeschreibung. Bei Banggood gibt es auch von Astrolux die ganze Produktpalette. Und ich denke, wir werden uns da zukünftig nochmal eine andere angucken. Also ich bin da jetzt gerade echt begeistert. Ja. Wenn ihr noch andere Tipps und Empfehlungen habt, gerne mal rein in die Kommentare. Und ich würde sagen, eine Sache habe ich noch. Was denn? Ja, damit. Wir sind ja heute bei den Alternativen zu den üblichen Verdächtigen. Hier zum Beispiel Astrolux anstelle von OLED. Und was wäre jetzt noch so üblicher Verdächtiger? Ein alternativer Handheld? Du springst sofort auf, also war es wohl nicht so verkehrt. Ja, du bist heute gut im Raten. XU10 Model. Genau. An der Seite steht der Hersteller. Paun? Ja, kann ich auch nicht aussprechen. Okay, sagt mir gar nichts. Also starke Konkurrenz für Embenic. Hat man sich auch wohl stark dran orientiert. 3326S, okay, 1,6 GHz. Ja, also ist auch ein Rockchip auf jeden Fall mit drin, der so für wahrscheinlich so bis PlayStation 1 irgendwie sowas reichen wird. Also eigentlich so leistungstechnisch sehr ähnlich zu den Embenic-Modellen. Ja, aber auch optisch. Ja, eigentlich. Es sieht aber auch so ein bisschen aus wie der Dingsbums 20 von PowKiddy. Ja. Genau, das würde ich jetzt auch sagen. Also Schultertasten auf der Rückseite, ja, semi-cool. Tasten fühlen sich jetzt aber schon ein bisschen günstig an, würde ich sagen. Aber es sagt jetzt erstmal nichts aus. Lautstärke wippen, an-aus, 3-5er. Nee, an-aus war es nicht, das ist ein Game-Button. Ach, ist ein Game-Button, ach so. Genau, ich das ist so praktisch Schnellstart für Schnellspeicher. Da. Genau, da ist ein Reset und ein Power-Button. Ja, schön eingelassen, dass man die nicht aus Versehen drückt. Ja. Auf jeden Fall sieht das nach einem guten IPS-Panel aus. Genau, und das oben hast du ein OTG und nochmal einen zum Aufladen, denn wir haben hier auch wieder praktisch eine angepasste Linux-Oberfläche oder ein Linux-Betriebssystem, sodass du halt da per USB-C auch wirklich Tastatur, Controller, alles mögliche anklemmen könntest. Oder einen anderen Controller, genau. Schutzfolie ist noch drauf auf dem Glas. Mhm. Ist sogar ein Glas noch mit einer Kiste drin. Magic X, okay. Loading. Loading. Ja, das Laden dauert ein bisschen.
Ja gut, er fährt halt ein Linux-Betriebssystem hoch, das geht ihm auch noch nicht so schnell. Aber wir haben auch wieder zwei Micro-SD-Karten-Slots, also hier rechts. Genau, und einer ist sogar noch leer. Genau, einer ist noch leer, können wir noch erweitern. Aber was mir jetzt hier auffällt, ist, dass die Verarbeitungsqualität jetzt nicht so ganz geil ist. Also das sieht ein bisschen... Das muss man NVENC lassen, das hat NVENC doch mehr drauf. Auf jeden Fall. Hier, wenn du jetzt mal den Game-Button drückst an der Seite, dann siehst du auch, dass da zugrunde liegt wieder das übliche... Es Balosera, so sieht es so aus. Ja, ich weiß, ich komme gerade auch nicht drauf, aber du siehst, dass das übliche System drunter liegt. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Format C, alles weg. Ich habe, glaube ich, neu gestartet. Da ist es wieder. Genau, und wenn du jetzt praktisch hier, ist, ich finde es schön, Vorschaubilder. Wir haben eine Beschreibung, was die Tasten machen und mit links, rechts kannst du durch die Systeme wechseln. Ach so, hier oben ist PlayStation Portable. PlayStation, also Nintendo, man muss dazu DS. Sagen, dass die Oberfläche bei NVENC ist schon schöner, aber die hier ist zumindest so ist funktional. Okay. Also man kann ja dank dem Linux-Betriebssystem hier auch eigene Themes drauf machen. Ja, aber zumindest scheint alles auch bebildert zu sein, zumindest das, was drauf ist. Game Boy Advance, Super Nintendo, Entertainment System, Turtles, Shredder's Revenge, das ist okay, gut. Das scheint so ein Arcade Ableger ja, ist zu ja sein. Eigentlich das, was vor kurzem also rausgekommen ist. Beats, Open Rage, also hier quasi die Custom-Spiele, nennen sie es jetzt mal. Ich sag mal dazu, es gibt hier wieder eine Version mit 64 GB, 128 und 256. Wir haben jetzt hier die größte Version mit 256 GB, deswegen ist hier auch abartig viele Spiele drauf, irgendwie über 10.000. Ach, Select. Dann machen wir mal kurz GameCube an mit Taxi Driver. Dann können wir das vielleicht um. Also ich hatte vorhin auch schon wirklich Spiele, die halt nicht richtig gelaufen sind. Ich hatte zum Beispiel PSP an, God of War. Ja. Und da kam, also das lief flüssig, aber es hat die ganze Zeit, der Bildschirm hat die ganze Zeit geflackert. Ach so. Also da muss man wahrscheinlich noch irgendwelche Anpassungen vornehmen. Ja. Damit muss man halt auch leben, wenn man halt so zehntausende Spiele drauf hat, dass man halt entweder manche nicht richtig laufen oder man bei einigen doch ein paar Anpassungen vornehmen muss. Was auch hier immer der Nachteil des Ganzen ist, ist natürlich, in den meisten Fällen ist es halt irgendwie englischsprachig, dass wenn ihr das nicht könnt, dann habt ihr dann manchmal das Nachsehen. Es gibt manchmal auch EU-Versionen oder globale Versionen, die dann halt auch mit deutscher Sprache ausgestattet sind, aber kannst überwiegend ist alles in Englisch. Das stimmt, gehalten. Kannst du mal Lautsprecher anmachen? Links. Ja. Crazy money, are you ready? Here we go. Yeah. Ach, jetzt musst du wieder leise machen, sonst haben wir gleich wieder Probleme mit der Musik. Ja. Wo war denn das? Schultertaste? Falsche Taste. Ach, irgendwie. Ach so, ja, yeah, ach so, ja, die zweite Taste da hinten muss man jetzt drücken. Gangschaltung, ne? Ja, so ungefähr. Das funktioniert auch. Es läuft soweit, glaube ich, ganz flüssig. Sieht zumindest so aus. Keine Framedrops, keine Ahnung. Fühlt sich jetzt wie 60 FPS an. Vielleicht auch nur 45. Ja, ab und zu. Mal bisher, genau. Das ist das, was du meintest. Und das ist halt eben wieder so ein Rockship, den ich nicht einordnen kann. Der ist nochmal ein Hauch schwächer, würde ich sagen, als bei den NVENC. Aber letztendlich kommt es immer auf die Oberfläche und die Anpassung an. Aber so grundsätzlich läuft es ja. Wenn ich den Game-Button drücke, komme ich raus wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so aus. Ja, Game-Button drücken, dann kommt man eigentlich in schnell speichern und so weiter. Oder er geht halt je nach Emulator, was für ein System man gerade spielt. Sega Saturn, geil. Können wir ein bisschen Alien spielen. Genau, ich erzähl dir mal zwischendrin noch was. Wir haben 3,5 Zoll Display, IPS, also blickwinkelstabil, gute Farben. Mit einer Auflösung von 640x480 Pixel. Ich bin aber der Meinung von NVENC, die sind noch einen Hauch besser, die Displays. Aber das hier ist schon echt gut, muss man dazu sagen. Dann haben wir... Ein 3000 mAh Akku soll angeblich für 6 bis 8 Stunden Akkulaufzeit reichen. Okay. Und 1 GB Arbeitsspeicher hast du ja schon gesehen. Es wird halt PSP, PS1, N64, Dreamcast, so alles unterstützt. Aber ich hatte halt schon Spiele entdeckt, die halt nicht so gut laufen. Muss man halt selber nochmal anpassen oder man muss halt damit rechnen, dass halt auch trotzdem auf manchen Konsolen manche Spiele laufen und manche halt nicht. Es ist ja letztendlich eine Emulation. Das Gerät tut ja nur so, als wäre es ein Super Nintendo zum Beispiel oder ein N64. Und manche Spiele sind halt richtig hart programmiert, merkt man bei der PlayStation 3 zum Beispiel. Einige lassen sich echt gut spielen, also auf dem Gerät natürlich nicht, aber nur als Beispiel. Einige lassen sich echt gut spielen und andere halt super schlecht, weil die einfach mit der Emulation da nicht rankommen. Und das ist hier halt auch so der Fall. Aber alles so 16 Bit, 18 Bit, 32 Bit, so PlayStation 1 wird auf jeden Fall alles sehr gut laufen. So Dreamcast haben wir gesehen, geht auch mit Einschränkungen, würde ich jetzt sagen. Und Sega Saturn sollte eigentlich auch nicht das Problem sein. PSP, da brauchst du halt schon ein bisschen mehr Leistung für. Da ist so ein Uni SoC T 618 oder so, ist da schon ein bisschen besser. Die stecken hier aber leider zu selten drin. NVENC hat dann nur den RG505, der hat den 616 oder 618. Da kann man dann halt auch PlayStation 2 zum Teil mit drauf zocken. Dafür sind die hier dann aber nicht mehr ausgelegt. Aber wir sind ja jetzt bei den
Konkurrenzmodellen. Ja. Was schätzt du denn so, während du da jetzt, oh, das ist sehr dunkel, was ja, du da spielst, was würde der denn kosten? Können wir einmal in der 64 GB Version anfangen? Ich nenne dir dann die anderen Preise. Ich denke mal, dass wir so bei 60, 70 Euro liegen. Ich glaube, ich habe da die letzten Tage irgendwas gesehen. Ich bin mir aber nicht, ach hier, hier haben wir das Speichermenü. Siehst du, guck mal. Geh mal kurz raus, dann sehen wir nämlich ein bisschen was. Ich denke, so bei 60 Euro liegen wir ungefähr. Also, über Geekbuying, auch Import. Hm. Und mit Gutschein liegt man bei der 64-GB-Version bei 60 Euro. Ja, okay. Mit der 128er-Version bei 65 Euro. Und mit der 256er-Version bei 73 Euro. Und dann hat man wirklich volle Hütte, alles dabei. Und die N-Manix sind so im Schnitt, sagen wir mal so 20, 30 Euro teurer. Ja, teilweise ja, auch mal ja. 40 Euro teurer. Aber du kriegst halt was Verarbeitung angeht, was Display angeht und vielleicht auch das Betriebssystem, kriegst du da halt immer ein bisschen einen Hauch mehr und besser. Also es kann sich schon lohnen, da vielleicht ein bisschen mehr zu investieren. Wer da aber halt keinen Bock drauf hat, Alternativen, wie man sieht, gibt es ja unglaublich viele. Ich gehe gerade mal hier so bei der PlayStation Portable mit durch, aber man sieht schon, das sind alles so sehr einfache Spiele. Da ist jetzt nichts bei wahrscheinlich, was wirklich viel Performance braucht. Na gut, du bist auch erst bei B. Ja, schon, aber man sieht es halt einfach, dass da vieles von den einfachen Spielen bei ist. Also deswegen von der Performance her wird es halt einfach nicht unbedingt. Ah, oh, Final Fantasy. Geil. Man muss auch dazu sagen, manche Spiele, die man früher am Fernseher gespielt hat, die möchte man vielleicht auch nicht unbedingt auf so einem kleinen, ich sag jetzt mal, Gameboy-Layout spielen. Ja. Weil auch wenn man die beiden Analogsticks unten hat, es ist ja trotzdem nicht das gleiche wie früher an einem Fernseher. Ist ja auch von der Größe. Ihr seht ja schon, wie ich jetzt hier meine Hand zusammenquetschen muss, dass ich da halt irgendwie am Beil rankomme. Genau, ergonomisch ist halt was anderes. Ja. In dem Fall. Jo, aber eine schöne Version oder eine schöne Alternative trotzdem zu N-Manic. Wir wollen ja auch immer mal über den Tellerrand blicken. Genau. Und der Name ist mir immer noch ein bisschen kryptisch mit M-Pauen oder so. Aber wir werden uns den auch mal vielleicht wenigstens für einen Artikel noch mal genauer angucken. Ja, ich denke auch. Und wer da noch mal Bock hat, ein bisschen Geld zu sparen, ich sag mal, mit 60 Euro kommt man hier definitiv auch schon weit. Ja. Es gibt auch andere Farben. Wir haben jetzt mal hier eine dezente lila Farbe. Die ist aber cool. Hat was. Ja. Ist ja auch wieder so ein bisschen an die Game Boy Color Version, beziehungsweise selbst an die Game Boy Classics. Die gab es ja damals auch in so einer Color Edition in verschiedenen Farben. Ja. Jo. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir an dieser Stelle auch schon durch. Na, sowas aber auch. Schon, ja. Jetzt sind wir auch schon wieder bei über anderthalb Stunden im Rohschnitt. Dafür kann ich nichts. Ich erzähle gar nicht so viel. Ich habe mich immer stark zurück. Aber hier, guck mal, ich habe kurz mal ein PlayStation Portable-Spiel angemacht. Irgendwie Race Days oder so, keine Ahnung. Sieht es erstmal noch so aus, als würde es halbwegs vernünftig laufen. Ja. Man kann auch, wie gesagt, über den Game-Button auch noch, bei je nach Emulator, dann auch noch Einstellungen vornehmen. So wie man es auch bei N-Manic kennt. Ja. Und da kann man teilweise dann auch die Auflösung wieder reduzieren, weil sie ja hier meistens sogar höher dargestellt wird, als sie früher auf den eigentlichen Geräten lief. Ja. Und dass das dann natürlich Leistung fordert, ist auch klar. Ja, aber das läuft ganz gut. Kannst du ja mal hier den Game-Button drücken, was der jetzt hier macht? Okay, also Save und Controls. Also hier kannst du nichts einstellen. Aber schon mal cool, dass man halt bei vielen Sachen wirklich ein schnell speichern und schnell laden kann. Was ja früher bei manchen Systemen auch so nicht ohne gab's ja nie, nee, oder nur mit Passwörtern oder so weiter. Das ist halt der Vorteil bei Emulation, da kannst du halt das schon mal auch mal zwischenspeichern. Nicht bei jeder, das funktioniert halt nicht bei jeder, aber es funktioniert. Schön. Jo, nice. Denn? Jetzt die obligatorische Frage am Ende. Ronny. Was? Hast du ein Highlight heute gehabt? Erzähl nicht wieder alles auf. Ich kann ja... Ja, warum Video-Ausgang war Ausgang fehlt jetzt hier, fällt mir gerade ein. Dann könnte ich das ich habe es nicht groß. Getestet. Es könnte sogar sein, dass der USB-C auch Videoausgabe unterstützt. Würde mich ehrlich gesagt wundern, aber ich will es nicht ausschließen. Ja, können wir dann im Test nochmal gucken oder so, aber theoretisch... Apropos Videoausgabe, das Vivo hat übrigens USB 3.2, sollte also auch alles Videoausgabe und so weiter unterstützen. In dem Fall nix. Das hier nicht, aber beim Vivo, Schön. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich habe es aber vergessen anzusprechen. Genau, das ist mal was Schönes, dass man da mittlerweile auch bei den... Oh, jetzt ist meine Kamera hier schon wieder in den Autofokus weg. Dass man auch bei den modernen Smartphones wirklich Gott mal darauf achtet, Dank, dass das immer dabei ist. Kurz mal irgendwie, weil da hast du ja das Problem mit den Copyrights und so weiter nicht. Du kannst es eigentlich anstecken an Fernseher mit HDMI auf Typ-C-Kabel und fertig. Ja. Und dann spiegelst du das einfach wieder und dann lässt das Handy laufen mit Netflix. Wenn es geht, das weiß ich nicht, habe ich gar nicht ausprobiert. Ja, na gut, dann würde ich sagen, ich bin dann fertig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau da rein, link's in die Videobeschreibung. Kai hat alles gesagt. Tschüss. Der Bengel macht mich fertig. So, auch an dieser Stelle von mir gerne Feedback rein in die Kommentare. Auch Vorschläge könnt ihr mir gerne per E-Mail schicken oder halt in die Kommentare. Ronny, der kriegt dann ein Verbot, bei Mystery Gadgets Kommentare zu lesen.
Ich schaue mir das an und ich würde sagen, wir sehen uns vor Weihnachten nochmal mit einer Ausgabe und ansonsten geht es natürlich ganz normal im neuen Jahr mit Mystery Gadgets auch da weiter. Und an dieser Stelle, winke, winke. Schönes Fest. Wir sind jetzt erstmal im Dezember, aber wir sehen uns bestimmt noch beim einen oder anderen Video. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Ha, guck mal, ich bin schon fast Erster. Also der Sechste von Ersten. Du machst das schon.